Herzlich willkommen zu Vikings Weekly, das Neueste in Purple und Gold, auch dieses Mal wieder im Wochenmagazin eurer Dacia Vikings. Die Vinea Resort Charity Bowl 20 ist in den Büchern. Das American Football Charity Event des Jahres fand am Sonntag im Sonnenseestadion Ritzing statt. Knapp 1200 Besucher, viele davon zum allerersten Mal bei Footballspielen, genossen sichtlich einen sehr vergnüglichen und schönen Football-Sommertag im Burgenland. Im ersten Spiel des Tages konnten die Helsinki Roosters, der finnische Meister, die Dacia Vikings mit 41:37 in einem denkbar knappen und sehr hochklassigen Spiel besiegen. Die zweite Begegnung des Tages entschieden dann die Pannonia Eagles gegen die Sonic Wall Rangers 2, sehr eindrucksvoll mit 36:7 für sich. Abgesehen von den Siegern am Spielfeld waren die wahren Gewinner des Tages die Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien und die Rettet das Kind Förderwerkstätte Oberpullendorf. Wir freuen uns sehr, dass wir beiden sozialen Einrichtungen jeweils 6.200 Euro an Spenden übergeben konnten. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal sehr herzlich bei allen Sponsoren und Partnern bedanken, die wahnsinnig viel zum Gelingen dieses Events und zum Erreichen dieser Spendensumme beigetragen haben. Ein besonderes Dankeschön auch an die Referees des Tages, die nicht nur unentgeltlich beide Spiele leiteten, sondern noch extra 500 Euro als Spende draufpackten. Dankeschön. Für das dieswöchige Play of the Game übergebe ich jetzt das Mikrofon an unseren Offensive Coordinator Max Puchstein, der für euch einen besonderen Offense-Spielzug ausgewählt hat. Play of the Game gegen die Helsinki Roosters kommt wieder aus der Offense diese Woche, gleich im ersten Drive, im ersten Play. Wir stehen mit der Offense in einem Bunch-Set mit drei Receivern auf der rechten Seite. Es ist ein einfacher Zone-Read, bei dem der Quarterback den rechten End hier lesen kann. Der Running Back kommt hinterm Quarterback vorbei auf der rechten Seite und der Quarterback liest, ob er den Ball hergeben kann. In diesem Fall haben wir zu viel Druck durch die Mitte. Er schaut nach außen, sieht, dass der Linebacker hier mit dem Pfeil auf ihn reagiert und wir können den Ball super nach außen werfen. Hier nochmal Bernhard Zajkovic mit einem guten Block. Philipp Dubrovets fängt den Ball und kann knapp das First Down erreichen und bringt uns in eine gute Field Position. Nur mehr viermal schlafen und dann steigt der nächste Dacia Vikings Game Day auf der Hohen Warte. Diesmal begrüßen wir die Sonic Wall Rangers, den derzeitigen Zweitplatzierten in der AFL-Tabelle. Und somit heißt das Duell auf der Hohen Warte abermals Erster gegen Zweiter. Und wer bereits am Samstag Lust auf Football hat, der kommt ins Footballzentrum Ravelin zu unserem Dacia Vikings Doubleheader. Bereits um 12 Uhr ist Kickoff für das Freundschaftsspiel der Dacia Vikings Ladies gegen die Warsaw Sirens. Und um 18 Uhr begrüßt das Team 2 der Wikinger die Salzburg Bulls zu einem Meisterschaftsspiel in der AFL Division 1. Wir gratulieren den österreichischen Nationalteams im Cheerleading und Cheerdance, wo sehr viele Dacia Vikings Athletinnen am Start waren, zu den hervorragenden Platzierungen bei der Weltmeisterschaft in Orlando. Die Vikings Super Seniors wollen die Niederlage gegen die Canuns im Legionaries am vergangenen Samstag schnell vergessen. Für zwei Personen wird allerdings der Samstag immer unvergessen bleiben. Wir gratulieren Christian Brandl und seiner zukünftigen Braut Jasmin sehr herzlich zur Verlobung. Das war es für dieses Mal mit Vikings Weekly. Ich verabschiede mich wie gewohnt mit dem Fanfoto der Woche. Wir sehen einander nächstes Mal. Eure Kiki Klepsch.